Ja, wir haben zum 1.4. die Aviation Staff Management GmbH gegründet, eine Ausgliederung der Aviation Power. Hintergrund ist, dass wir halt im Laufe der letzten Jahre immer wieder festgestellt haben, dass die Wertschöpfungskette beim Kunden halt nicht nur die Bereitstellung von Personal ist, sondern auch die Prozesse, die dazu führen, das richtige Personal zu bekommen, in die Hand zu nehmen. Im Einzelnen ist das natürlich der Fachbereich, der eine Anforderung hat, diese in ein System hineinbringt. Dann wandert diese Anforderung in ein Entscheidergremium. Das ist die ASM, die Aviation Staff Management GmbH. Parallel wandert die Anfrage an ganz viele Zulieferer, über 30 Zulieferer, die dann auf diese Anfrage wieder antworten können. Diese Aviation Staff Management GmbH hat keinerlei Befugnis, Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Damit ist die Neutralität dieser Firma gewahrt. Wir als Aviation Power sind ein Zulieferer, wie alle anderen auch, und müssen uns den Forderungen des Kunden unterwerfen. Aviation Power möchte verstärkt aus dem Bereich der Arbeitnehmerüberlassung in die Gewerke, also in die verantwortliche Abwicklung von Werkverträgen und Dienstleistungsverträgen einsteigen. Das bedeutet, dass wir eigentlich in allen Vertragsarten zu Hause sind. Arbeitnehmerüberlassung, Werkvertrag, Dienstleistungsvertrag, selbst Personalvermittlung. Wir machen gesamte Rekrutierungsaufträge, zum Beispiel für die Lufthansa Passage, im Moment für die Bereederung Berlins. Also wir haben uns auf Themen gestürzt, die zwar in unserem Portfolio passen, der Luftfahrt, aber unser Weg ist es, vom Personaldienstleister zum Luftfahrtdienstleister zu gehen.